So, hallo ihr Lieben, Herr Meier, Paderborner Beziehungscoach, Diplompsychologe, YouTuber, Instagrammer, Blogger, Vlogger, Kurscreator und so weiter und so weiter. Ja, heute haben wir mal wieder eine Frage. Buch den fucking neuen Bindungsangstkurs. Und wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau einfach mal vorbei auf liebeschip.de. Fang an mit Modul 1 und Programmierungsliebeschip. Neuen Bootcamp-Termine sind da und so weiter und so weiter. Ja, heute haben wir das zeitlose Thema. Ich glaube, es geht mal wieder um Co-Abhängigkeit, eine Story von einem Mann diesmal. Und ja, der mal wieder in die Fänge einer wahrscheinlich, hab die E-Mail jetzt gerade nicht so genau im Blick hier. Ja, wir werden sehen, wo uns die E-Mail hinführt. Lieber Christian, ich verfolge die Videos nun schon seit langem, mittlerweile ein großer Fan von dir und deiner Arbeit. Ich bin Vitali Levschko und bin nun in den 30ern, habe lange gebraucht zu erkennen, dass ich liebessüchtig bin und co-abhängig. Ich würde gerne deinen Rat etwas hören. Es geht um eine Nicht-Beziehung zu einer Frau, die ich sehr liebe, sie aber mich nicht. Wir sind nun seit einigen Jahren miteinander bekannt, also über größer als 5 Jahre und kennen uns von der Schule von früher. Ich fand sie toll, hatte aber nie großen Kontakt zu ihr. Bis auf ein Date vor ein paar Jahren und kurzen Kontakt. Damals war ich vergeben und wollte einen warmen Wechsel aus einer toxischen Beziehung, die ich mit Olga hatte. Sie, also meine Angebetete, Anastasia, ist mittlerweile Mutter von einem Kind und zweimal geschieden. Ja, scheint ja so in dem Alter zweimal geschieden ist ja auch schon was. Aber gut, shit happens. Sie ist, wie sie sagte, oft schnell mit dem Partner zusammengezogen und hat selber Co-Abhängige Plus- wie auch Minuspol-Tendenzen. Ja, für mich wäre das schon Alarmstufe Rot. Es hört sich jetzt so harmlos an. Ja, vielleicht ist sie auch co-abhängig, treffen sich zwei Co-Abhängige, aber ist halt nicht so. Das Universum ist unerbittlich. Und ja, gerade die Männer haben ja große Schwierigkeiten mit Frauen, die so emotional instabil sind, einen vielleicht desorganisierten Bindungsstil haben, der eben genauso wechselt von Co-Abhängigkeit zu Eiseskälte und krassen narzisstischen Episoden. Und ist nicht schön, das Ganze. So. Als wir schlussendlich nur wieder in Kontakt kamen, war sie noch unglücklich vergeben. Ja, ich sag's gerne nochmal. Keine fucking Dreiecke. Da-da, la-la-la-la-la. Ja, okay. Ich half ihr, sich vom Partner zu lösen. Auch das ist ein fucking Dreieck. Eins, zwei, drei, drei Apfelreste. Sag's gerne nochmal wieder. Keine Dreiecke, Leute, helft nicht, macht nicht den Retter, spielt nicht den Knight in Shining Armor, spielt keinen weißen Ritter, hört auf, Frauen zu daten, die erlöst werden müssen, denkt nicht, dass das immer Pretty Woman-mäßig ausgeht, rettet niemand, kann ich euch nur raten, ne? Datet Leute, die Single sind, sag's immer wieder. Ich helfe, sich vom Partner zu lösen, in der Hoffnung, wir kommen zusammen. Ja, das ist halt diese Sache jetzt, was man immer so manchmal sagt, der eine Mann trägt der Frau den Kühlschrank rein, während sie gerade irgendwie den Surflehrer von ihrer Schwester oben im Schlafzimmer datet. Also sei der andere Mann und nicht der. Und da muss man wirklich aus diesem Helferding rauskommen, ne? Das bringt gar nichts, so auf der sexuellen Ebene, ne? Wäre so fürs Freundschaftliche vielleicht ganz schön, aber das willst du ja nicht. Sie sagte immer mal Dinge wie: Nächstes Mal, wenn du herkommst, darfst du länger bleiben. Ja, das nennt man Lovebombing oder Future-Faking, wie auch immer man es sehen will. Stellte mir ihr Kind aber nur kurz vor und hielt mich auch von allem und weiter von ihrer Wohnung fern. Ja gut, sie muss ja ihr Kind auch nicht vorstellen, weil ihr ja noch nicht mal datet. Also seid ihr noch nicht mal in der Dating-Phase angekommen, ne? Ich gestand dir viel zu früh meine Liebe. Auch das funktioniert. Ist wieder eine harte E-Mail, aber ist eigentlich gut, weil ich glaube, da können viele Männer lernen. Ich meine, ich habe früher so einen Quatsch auch gemacht. Man sieht das immer in Filmen, aber es funktioniert nicht. Mach mal einen fucking Dating-Kurs. Wirklich, halte dich da sklavisch dran. Immer nur einfach Frau irgendwo aufpicken, ein Date nach dem anderen. Gar nicht. Gut, ich will jetzt nicht den ganzen Kurs hier runterbeten. Mach den einfach, den Kurs. Fertig.
Kümmerte mich um sie, kaufte ihr Geschenke und ihr und ihrem Kind. Das hat alles einen sehr co-abhängigen Vibe und ist nicht attraktiv für eine Frau. Null. Selbst wenn eine Frau das sagen würde, ist es trotzdem nicht attraktiv. Aber ich glaube, viele würden das auch nicht sagen. Sie sagt mir, wir lernen uns kennen, aber ich soll sie nicht einengen. Ja, ich habe noch nicht mal ein Date gehabt und du engst sie schon ein. Wo ist der fucking Sinn? Das ist Standards und Dealbreaker. Das heißt, du definierst deine Standards und wenn eine Frau nicht mal zum Date bereit ist und du willst sie aber daten, dann ist der Fall tot für dich. Dann ist es gegessen. Da macht man da auch nicht weiter, egal wie hot man sie findet, ne? Sie verbrachte die Wochenende lieber mit anderen Leuten und hatte auch sonst wenig Zeit und Lust, was mit mir zu unternehmen. Ja, bist halt in der Friendzone. Aber ihr seid noch nicht mal befreundet eigentlich. Also, weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Kumpelzone. Keine Ahnung. Red Pill würde jetzt, glaube ich, sagen. Oder was kommt jetzt aus dem Red Pill? Die Orbiter-Zone. Also, bist in ihrem Orbit, aber kommst nicht unter ihre Klamotten sozusagen. Sie sagt, sie möchte eine Freundschaft mit mir, habe allerdings das Gefühl, dass sie nicht ehrlich ist. Wenn sie mir sagt, ja. Also, diese Situationen, ich wusste ich früher aber auch nicht, sind total einfach zu lösen. Ich vermute mal, dass du noch nicht so lange bei mir bist. Ist eigentlich ganz einfach. Dann sagt mir, okay, du willst befreundet sein, sorry, ich will mit dir eine Beziehung haben, Sex haben, Spaß haben. Und ja, dann ist unser Kontakt hiermit beendet und melde dich, wenn du Lust hast, was anderes zu machen. Das ist die einzige Art, damit umzugehen. Und dann, ja, weitergehen und nicht umgucken, ne? Und wenn sie sich wieder meldet, dann sagt man, ja, können wir uns jetzt daten? Und wenn sie wieder sagt, nee, ich will befreundet sein, ja, nee, sorry, ich stehe zu mir, ich bin ein Mann, ich bin ehrlich, ich will dich daten und mit irgendwas anderem bin ich nicht einverstanden und Freundschaft will ich nicht. Musste deine Eier auspacken und auf den Tisch legen, im übertragenen Sinne. Ach, ich bin wieder zu vulgär. Also ich meine es wirklich nett, ich will dir wirklich helfen. Also mir hat das wahnsinnig geholfen, als mir das mal klar geworden ist. Und dann sind diese Situationen total einfach zu lösen. Aber natürlich nicht. Man muss dann auch diese Person aufgeben, im Zweifelsfall, ne? Ich weiß auch nicht, ob sie ehrlich war, wenn sie mir sagt, dass ihr Bruder zu ihr Besuch kommt, der gerade von seiner Frau ausgeworfen worden wäre. Will sie mir bloß nicht wehtun? Naja, auf jeden Fall will sie dich nicht daten. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ne? Kann ich das ansprechen? Nee, du kannst es nur so machen, wie ich es gerade gesagt habe. Ich habe da aber auch noch mehr Videos zu gemacht. Ist die Beziehung dann ganz zu Ende? Ja. Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Ich bin leider sehr unsicher im Verhalten. Das hat sicher dazu geführt, dass sie keine Anziehung mehr für mich aufbauen konnte. Und im Rückblick hat sie schnell klargemacht, aber sehr subtil, dass sie keinen Bock auf mich hat. Ja, also das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn du sie gleich so richtig voll aus der männlichen Polarität angesprochen hättest, vielleicht wäre mehr gegangen, vielleicht auch nicht. Das kommt drauf an, in welche der drei Schubladen, aber auch das ist alles im Datingkurs, die Frau sich einsortiert hat. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber die Ergebnisse sind auf jeden Fall signifikant besser, wenn man das so macht, wie ich es gerade gesagt habe und komplett aus der männlichen Polarität datet. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Was du hier eindeutig nicht machst, ne? Kann diese Freundschaft bestehen? Du willst ja gar keine Freundschaft, aber habe ja schon beantwortet und ich sehe auch nicht, wo ihr eine Freundschaft habt. Soll ich... nee, warte mal. Ich habe neulich, als sie sagte, dass sie einen Kumpel von ihrem Bruder kennengelernt hat, schon sehr eifersüchtig reagiert. Ja, das ist halt der Scheiß. Selbst wenn ihr eine Freundschaft hättet, ja, dann wird das kommen, dass sie jemand kennenlernt, dann musst du den Scheiß anhören und dann, wenn du dann sagst, habe ich keinen Bock drauf, dann sagst du noch, wieso bist du noch mein Freund? Ich kann doch meinem Freund wohl erzählen, dass ich mich hier gerade richtig durchnehmen lasse von so einem Typen oder ich den Typen richtig durchnehme und er will das in allen Einzelheiten erzählen, das kannst du dir dann anhören. ja. Das ist übrigens eine meiner letzten Online-Dating-Erfahrungen, die ich hatte, weiß ich noch, dass auch eine Frau mit mir befreundet sein wollte und ich dann gesagt habe, hey, no fucking way. Und was noch, die war dann richtig beleidigt, dass ich ihre Freundschaft ablehne und ich gesagt, sorry, ich brauche keine Freunde, ich will
wenn überhaupt, dich daten und komm ja nicht mit so einem Scheiß irgendwie. Boah, ich war so beleidigt. Es ist einfach auch ein Elend, dann denkt man immer, hey, ich will mehr und ja, kriegt Blue Balls und muss ich, ach, schrecklich, 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 das will man echt nicht. Ja. Worauf sie mich sehr genervt abgebügelt hat. Ich habe Angst, sie zu verschrecken, weiß auch, dass meine Reaktion dumm war. Ich traue mich aber oft nicht zu sagen, was ich denke. Ja, das ist ein Prozess, also ich will dich da auch gar nicht kritisieren hier, ich will dir nur weiterhelfen. Wie gesagt, ich war auch mal an dem Punkt in meinem Leben und für mich, mein Dating-Game hat das, diese ganzen Erkenntnisse wirklich um 720 Grad gedreht und habe dann die Ergebnisse bekommen, die ich haben wollte und ich kann dir das auch nur raten, änder deinen Approach da und dann wirst du auch andere Ergebnisse erzielen, ne? Ich habe sie idealisiert, körperlich und auch geistig, weil sie eine super Lebenseinstellung hat und wesentlich glücklicher ist als ich. Ja, das wäre das Nächste, ne? Mach dein Leben nice, geil. Fokussiere dich nicht so auf Dating, stell keine Frau auf den Podest. Behandle jede Frau gleich, egal wie hot sie ist. Also natürlich gleich zuvorkommend, nett, Gentleman-mäßig, James Bond-mäßig. Und stell nicht besonders hübsche Frauen auf den Podest. Die hassen das. Die hassen das wie die Pest. Klar, so ein bisschen Komplimente, alles gut, aber die wollen das nicht, dass ein Mann sie so auf den Podest stellt, weil er sich damit als schwach zeigt, ne? Das machen nämlich Männer, die gutes Selbstbewusstsein haben, an sich glauben, wo du auch, weiß nicht, vielleicht glaubst du auch in manchen Bereichen schon an dich, will das jetzt gar nicht in Frage stellen, aber gibt es bestimmt noch Luft nach oben, was Dating angeht, und da komplett an dich glaubst, dann demonstrierst du halt ja, diese Alpha, diesen Alpha-Vibe und das mögen Frauen halt, ne? Hab die Welt nicht so gemacht, ne? Ja, sie ist unglaublich hübsch, relativ groß. Ja, ist schön, dass du Frauen daten willst, die du hübsch findest, gönn ich jedem. Aber arbeite an deinem Dating-Game, ne? Wirklich. Ja. Früher konnte ich sie nicht nur so positiv sehen, hatte vermutlich aber bloß Angst, mich zu sehr zu verlieben. Ja, ich kenne das alles, das ist alles gut. Über deinen Rat dazu und ob die Freundschaft, wenn ich sie nicht mehr begehre, Sinn macht, du wirst sie immer begehren. Gerade, was man nicht haben kann, begehrt man, ne? Wäre ich äußerst dankbar. Sie hatte auch mal einen besten Freund, der hieß Kalafnoschkilov und war auch dauerhaft in sie verliebt. Ja, sie hat, vielleicht gibt ja Frauen, die haben dann richtig einen Lifestyle draus gemacht, dass sie so Männer um sich scharen und du willst keiner davon sein, wirklich. Deswegen Standards und Dealbreaker, wenn eine Frau nicht dich daten will, was sie natürlich nicht muss, ist ja klar, dann ist der Fall erledigt, ne? Schlussendlich war er immer eifersüchtig, obwohl er sogar bei ihrer Hochzeit dabei war. Ja, siehst du, wohin das führt? Du siehst es doch. Schließlich war er immer eifersüchtig, obwohl er sogar dabei war. Die beiden haben keinen Kontakt mehr. Ja, das, da siehst du in deine Zukunft, wenn du da nichts änderst. So, da hast du noch was zusätzlich geschrieben. Das lese ich auch noch vor, natürlich. Hatte leider keinen Sex. Ja, das ist, glaube ich, schon klar geworden. Nicht mal einen Kuss mit Anastasia. Aber Anastasia hat mir gesagt, dass sie diese Abhängigkeitsscheiße nicht will. Ja, also, wie gesagt, ihr habt ja nicht mal richtiges Date. Natürlich ist mir schon klar, dass es da nicht mehr gab. Sie hat mir klar gemacht, dass ich leider leere Eimer habe. Also, ich glaube, du stellst sie auf den Podest. Ob sie jetzt so volle Eimer hat, das würde ich mal so in Frage stellen. Aber egal. Und du musst dir auch nicht, weiß ich nicht, keine psychologischen Ratschläge von einer Frau geben lassen, auch wenn sie, ob sie jetzt Recht mit hat, keine Recht mit hat, weiß ich nicht. Sowas will man sich einfach nicht anhören, ne? Dass sie Sex mit mir haben wollte, mich gut fand und irgendwie witzig, war aber meiner Meinung nach so. Na, wenn eine Frau mit dir Sex haben will und ihr so lange, du so lange mit ihr zu tun hast, dann wird das schon irgendwo passieren auf dem Weg. Also, wie sagt man so schön, ich weiß gar nicht, von wem das kommt, ja, wenn eine Frau einen nicht will, dann gibt es nur geschlossene Türen und wenn eine Frau einen will, dann
sind alle Türen offen und du musst nur durchlaufen, nichts mehr. Und das so, so, solche Dates willst du haben, ne? Als sie später darauf ansprach, verleugnete sie die alten Sachen, die sie sagte. Ja, man kann eine Frau oder man sollte auch eine Frau nicht in Sex reinreden sollen, sondern man sollte sie einfach daten und dann ergibt sich, kommt eins zum anderen. Hang out, have fun, hook up, ne? Schöner Spruch. Rausgehen, Spaß haben, körperlich werden und nicht drüber reden, ob irgendjemand irgendwann mal irgendwas Sexuelles gesagt hat. So. Macht es euch nicht so schwer, ey. Sie half mir auch zurückzufinden zu mir, ging mit mir Klamotten kaufen und brachte mich zurück in meinen ursprünglichen alten neuen Stil. Ist alles kein cooler Dating-Vibe, ne? In der männlichen Polarität, ey. Also, wenn er, ach Gott, dann schon. Ist auch so ein bisschen vielleicht ein Test, ne? Ob du zu dir stehst oder nicht, ne? Oder lässt du dir von ihr sagen, klar, haben Frauen manchmal einen besseren Geschmack, aber trotzdem lässt du dir von ihr sagen, wie du dich anziehen sollst. Oder hast du deinen eigenen Style und sagst, sag mal, hackt's noch? Kannst mir ja, wenn wir 500 Jahre zusammen sind, dann kannst du mir gerne mal ein Hemd vorschlagen, aber bis dahin habe ich ja meinen Style, ne? Sorry. Komm klar. Ich würde gerne wissen, welches Modul soll ich machen? Lieber alle Kurse als Kombi, möchte unbedingt loskommen von der Liebessucht, möchte aber auch Anastasia unbedingt in meinem Freundeskreis haben, da sie die einzige schöne, also äußerst heiße Frau ist und nicht ihre Art zu schätzen. Ja, du stellst sie echt auf den Podest, es gibt so viele schöne Frauen, meine Güte. Natürlich ist jede besonders und speziell und sollst du ja auch haben. Aber das Universum funktioniert noch nicht. Also entweder man lässt diese Süchte in seinem Leben los und geht auf eine Erfolgsschiene oder man lässt die Süchte eben nicht los und bleibt da, wo man ist. Das ist eine freie Entscheidung. Das wird dich auch keiner für werten oder so. Das musst du entscheiden. Und ich denke so, ja, was ich empfehle ja mal gerne die Hauptmodule, ne? Deswegen heißen sie Hauptmodule. Gibt es ja auch ein Paket, 0 bis 5. Wäre, glaube ich, ein super Start hier für dich. Und musst mal gucken, wie weit du, ja, ich denke, das wird dir schon sehr viel. Und dann vielleicht noch ein Datingkurs, glaube ich. Ich glaube schon, dass dir das sehr helfen würde. Ist jetzt eigentlich, wenn man es mal einmal geschnallt hat, ist es eigentlich keine Raketenwissenschaft, aber man muss halt aus diesen liebessüchtigen Mustern raus. Und das ist schon, erfordert schon echt Einsatz, ne? Und loslassen, 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 loslassen. So. Ich lief ihr hinterher und war ein nice guy. Ja, alles gut. Du schaffst das schon. Du hast, denke ich, eingesehen, auch wo das Thema ist. Ich bestätige das jetzt auch nochmal. Und dann gehst du den Weg und dann wirst du auch andere Ergebnisse erzielen, bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.